Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe heute mal eine neue Idee gehabt, denn es gab ja die Black Ops 4 Beta. Ja. Die Black Ops 4 Beta. Viele von euch haben sich natürlich wahrscheinlich gefragt, so geil, gibt es endlich Gameplay und jetzt hier Schlinge? Vielleicht gibt es ja Gameplay. Ja, aber nur vielleicht. Meine Meinung also zu Black Ops 4 Beta. No. What? Ich glaube, darüber könnte ich 2 Stunden reden, aber im Allgemeinen kann ich es auf ein paar Punkte zusammenfassen. Black Ops 4 ist ein gutes Spiel. Es werden sich ja natürlich viele fragen, aber warum ist es denn ein gutes Spiel? Das werde ich dir jetzt natürlich sagen. Im Allgemeinen ist Black Ops 4 deswegen ein gutes Spiel, weil sie sich wieder was Neues ausgedacht haben, weil jetzt fangen die meisten wieder an. Ich will nicht. Das ist aber jetzt mit zu viel Leben und jetzt brauchen die Leute zu lange, um zu sterben. Ach ja. Allgemein ist es auch dann wiederum so, der zweite Kommentar, den am meisten gelesen wird, es sind so viele Schwitzer unterwegs, es sind so viele Leute, die unglaublich spielen. Und dann denke ich mir eigentlich nur eine Sache. Es ist die erste Exklusivbeta für die PS4. Es sind nur Leute im Endeffekt, die sich das Spiel vorbestellt haben. Es sind also die meisten, die da wirklich nur Call of Duty spielen. Natürlich sind da nur Leute, die die ganze Zeit nur unfassbar gut sind. Und die Leute werden ja von Jahr zu Jahr besser und ich fühle mich auch, als ob ich alt werde. Im Hintergrund werde ich mir ein paar Szenen einblenden. Ich habe mit der Sniper mal gespielt. Ich habe mit den ARs gespielt, ich habe mit den MPs gespielt. Ich habe jetzt nicht so viel gesuchtet. Das ist jetzt ungefähr, ich glaube, ich war Level 6. Aber ist es denn so gut wie Fortnite? Roof shopping cart. Guys. Okay, go! Fortnite, muss ich sagen, hat mich bisher immer noch am meisten gespielt. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber Call of Duty macht mich nicht mehr ganz so an. Haptic hat in dem Video relativ viel darüber gesprochen, dass dieses Spiel übelst geil ist und es die beste Beta ist und so weiter. Für viele wahrscheinlich ist es auch der Fall, weil es vielleicht die erste Beta ist. Für viele mag es auch die schlechteste Beta sein. Ich fand damals 2015 Black Ops 3 mit das geilste Spiel, muss ich sagen. Da war ich auf der Gamescom, da haben wir die Leute kennengelernt, da haben wir die ganze Zeit gespielt. Ich habe geguckt, ich bin ja fast da Master Prestige. Es ist nicht so, dass ich für andere Leute unglaublich viel gezockt habe, weil für meine Verhältnisse habe ich extrem viel gespielt. Ein Punkt muss ich auf jeden Fall sagen, wo ich mir gedacht habe, okay, bitte Treyarch, wer kommt? Also welcher Praktikant? Welcher Praktikant hat sich denn bisher dahin gesagt und da haben wir gesagt, wie können wir das Menü eigentlich machen? Wir machen es einfach mit einem Mauspad. Das ist die Idee. Und ich sage mir bis heute, wieso kann man nicht einfach mit dem rechten Stick irgendwo hinklicken? Oder mit einem Analogkreuz? Wieso muss man da hin und her wischen? Ist das irgendwie bei der Entwicklung irgendwie kaputt gegangen? Haben wir gesagt, okay, wir haben nur 3,50 Euro, deswegen investieren wir darin nichts mehr. Das ist das Behindertste, was ich jemals in einem Shooter gesehen habe. Zudem kommt auch noch, dass das Menü unfassbar hässlich aussieht. Es sieht zwar noch nicht fertig aus und ich merke, ja okay, das ist eine Beta und alle Leute haben immer so eine Erwartung, Gott, es ist noch nicht fertig, das Spiel, aber es ist immerhin keine Pre-Alpha. Da sah es schon gut aus. Dann ist es eine Alpha. Und jetzt ist eine Beta und die haben schon relativ lange, jetzt 3 Jahre, glaube ich, ist das, der Entwicklungszyklus ist relativ lange, um dieses Spiel zu entwickeln. Aber bitte das Menü? In einem Menü sollte es wenigstens so sein, dass man es versteht. Und ich komme da rein und fühle mich wie ein 70-Jähriger, der überhaupt keine Ahnung davon hat, was er da überhaupt macht. Und ich bin nicht 70. Also man muss einfach wirklich unterscheiden. Dieses Spiel macht in-game eigentlich viel Spaß und man hat wirklich eigentlich, besteht die Chance darin, dass diese Connection-Issues vielleicht mal weggehen, wenn man jetzt 150 Leben hat. Ein weiterer Punkt, den ich auch nochmal ansprechen wollte, ist, dass diese Schnelligkeit von dem Spiel unglaublich ist. Man ist in einer Sekunde von A nach B gekommen, obwohl man kein Exosuit hat. Und das finde ich ein bisschen viel. Genauso wie der Taktikeinstieg, den man irgendwo in der Zone sich hinstellen kann und dann spawnt das ganze Team die ganze Zeit da. In dem Modus mit Kontrolle hat man dann gar keine Kontrolle mehr. Aber hey, es ist wie gesagt eine Beta. Summa summarum finde ich das Spiel also gut. Es macht Spaß, die Waffen machen Spaß. Ich habe nicht alles genug gespielt, um vielleicht ein großes Fazit darüber zu geben. Sniper habe ich probiert. Ich habe klicklich versagt. Aber dieses Spiel macht Spaß. Es ist nicht vom Allerfeinsten. Wirklich vom Allerfeinsten. Es ist aber ein guter Shooter und das muss man ihm einfach lassen. Es ist ein guter Shooter und wir haben immer mehr Ansprüche. Was ist mein grundsätzliches Fazit? Man kann sich das Spiel kaufen. Ich habe es mir vorbestellt für eine digitale Edition. Ich werde darüber auch ein bisschen spielen. Ich werde darüber Videos machen. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr
geschafft habt, welches Level, wie viel ihr gespielt habt, welche eure Eindrücke waren und was ihr gerne verbessert haben möchtet. Das alles mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und haut herein.